Herzlich willkommen zu meinem Video für ein ganz bestimmtes Instrument, nämlich das vierventilige Flügelhorn. Das vierte Ventil ist ein Quartventil. Das ganz Besondere dieses Instrument ist eben unter anderem auch, dass man dort im Bassregister spielen kann. Dieses Video beschäftigt sich also mit den Basstönen dieses Instrumentes, die normalerweise ein Trompeter überhaupt nie spielen kann oder wird, weil er auf einer Trompete bekanntlich im hohen Bereich spielt. Ich komme mit der Trompete auch nicht, wer weiß wie tief, aber mit jedem dreiventiligen Flügelhorn kann ich ja schon mal den ersten Naturton spielen und ein paar Töne darunter, was mit der Trompete nicht geht. Das klingt so. So, und mit drei Ventilen ist das nun mal im Bass sehr eingeschränkt. Das geht mit vier Ventilen deutlich besser. So, und nun kann man aber keinem Trompeter sagen, er spielt mal ein Bassregister. Das muss man eigens üben. Erste Überlegung ist, wenn ich mich für ein vierventiliges Flügelhorn entscheide, komme ich mit meinem mitgelieferten Mundstück oder dem Mundstück, das ich ohnehin immer bisher gespielt habe, auf einem Flügelhorn überhaupt noch zurecht? Wenn man verschiedene Instrumente hat, wird man sich früher oder später für jedes Instrument das eigene Mundstück auswählen. Und wenn ich schon ein Flügelhorn spiele, dann habe ich ja auch schon ein Mundstück, wenn es denn überhaupt wegen der Rohrdurchmesser auf das neue Flügelhorn passen könnte, könnte das möglicherweise nicht das Richtige dafür sein. Man kann einfach mit einem kleinen Mundstück nicht beliebig tiefe Frequenzen spielen, die musikalisch brauchbar sind. Das ist das Entscheidende. Irgendwelche Pedaltöne spielen, das kann ich auch auf der Trompete. Das kennt man mal so als Einblasübung vielleicht. Kleines Mundstück, enge Bohrung. Und so weiter und so weiter. Ich muss das gar nicht weiter ausführen. Normalerweise ist das musikalisch überhaupt nicht brauchbar, weil es nur für die Lippen dient, als Einspielübung, als Warmübung, zur Auflockerung, dass man sich mit der Atmung beschäftigt und solche Sachen. Die sind dabei wichtig. Ich kann allerdings auf dem vierventiligen Flügelhorn ja nun genau diese Töne musikalisch wertvoll nutzen. Für Übungen, für Kompositionen, die es aber leider noch nicht gibt. Ja, weil keiner weiß, dass man jetzt mit dem Instrument auch so gut im Bass spielen kann. Nun wird man aber Schwierigkeiten haben, überhaupt die ersten Basstöne zu erzeugen. Es gibt da einen, ich sag mal, falschen Weg, der ganz witzig ist, weil sowieso keiner so diese Töne spielen wird. Man tut nur die Oberlippe ins Mundstück, die Unterlippe bleibt draußen. Das sieht so aus und klingt dann so, wenn man dann Luft durchdrückt. So. Mag witzig klingen. Entscheidend ist, dass man überhaupt erstmal, ich sag mal, ein Erfolgserlebnis hat. Wenn man direkt ansetzt und dann spielen will, kommt bei den meisten wahrscheinlich erstmal das raus. Da schwingt gar nichts. Das ist ganz normal, man hat ja in dem Bereich nie bisher Töne gespielt. Deswegen ist dieser, ich sag mal, scherzhafte Weg, von unten so nur die Oberlippe da schlabbern zu lassen, die Möglichkeit, sich überhaupt eine Vorstellung davon zu machen, wie das Ganze bei einem selber klingen könnte. Dieser Oberlippen-Schlabberton ist aber nicht derjenige, der rauskommt, wenn ich beide Lippen benutze. Ich mache das nochmal im Vergleich. So, und wenn ich beide Lippen nehme, klingt das so. Ja, also der andere Schlabberton, der ist natürlich in der Intonation nicht brauchbar, also spielt ja auch keiner, das habe ich ja schon gesagt. Wenn man den Ton anders erzeugen möchte, gibt es den Weg 2,
Man spielt den bisher tiefsten Ton, den man auf der Trompete auch spielen kann, allerdings ohne Griffe. Das ist natürlich das C da drüber. Und jetzt ziehe ich den Ansatz runter, bis der Ton abreißt. Die Luft muss aber noch weiter fließen. Und ich senke den Ansatz immer weiter, mache immer weiter den Mund auf, lockere die Lippen und möglicherweise erreiche ich dann durch Runterziehen den ersten Naturton. Das klingt dann so. Dieses Ergebnis ist das erste, was man wahrscheinlich erreichen wird. Völlig normal. An der Stelle einfach weiter üben. Machen, 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 machen. Dann kann man irgendwann direkt, wenn man das Gefühl bekommen hat, wie das klingen muss, den Ansatz positionieren. Ich mache es nochmal vor. Ich ziehe den Ansatz von oben runter. Wichtig dabei ist, dass die Luft immer fließt, immer strömt, damit immer Schwingungsmöglichkeiten für die Lippen da ist. Und nochmal. Dass es dazwischen ein Luftloch im wörtlichen Sinne gibt, wo nur noch kommt, gehört dazu. Das ist Teil der Übung, das ist ganz normal. Das mache ich minutenlang, das mache ich tagelang, das mache ich immer wieder, bis ich hier allmählich ein Spielgefühl entwickelt habe, wie die Frequenz auf den Lippen liegt, damit ich dann beim Direktanblasen den ersten Naturton spielen kann. Wenn ich den ersten Naturton geschafft habe, dann versuche ich ihn musikalisch wertvoll zu spielen. Dass nicht das entsteht, sondern dass natürlich möglichst immer direkt der Ton kommt. Und zur Verbesserung der Tonqualität mache ich einfach, dass die Übung Töne halten. Kennen wir schon von anderen Tönen. Einfach Luft holen, blasen, bis ich keine Luft mehr habe, Ton schwingen lassen. Denn wenn dieser Ton stabil ist, ist das die Grundlage dafür, dass ich dann auch die anderen Griffe benutzen kann. Sonst wird wahrscheinlich sowas passieren. So, ich habe gar keine Spielerfahrung für diese ganzen anderen Töne. Die muss ich aufbauen auf den ersten Naturton des Instrumentes. Darum ist es so wichtig, dass man am besten, wenn man anfängt, die Basslage zu üben, den ersten Naturton überhaupt voll in seiner schönsten Qualität spielen kann. Und dann gehe ich einfach chromatisch abwärts mit den Griffen, wie ich sie von der Trompete kenne, plus Quarte, sobald die Tiefe erreicht ist, die dafür nötig ist. Und dann baue ich sukzessive die Tiefe auf. Je tiefer ich komme, desto problematischer wird das für den Anfänger sein. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Die Frequenzen werden immer größer. Eigentlich, wie ich ja sagte, ist das Mundstück vielleicht sogar dafür zu klein. Ich kann zwar auch da im Bassbereich spielen mit diesem Mundstück, ich habe mir das entsprechend eingeübt, das heißt aber nicht, dass das für alle gilt. Insofern muss man da sehr viel Geduld haben, bis man dort musikalisch brauchbare Ergebnisse erreicht. Ich habe ja vorgesorgt. Es gibt eine eigene Bassübung, wenn man den ersten Naturton schon mal spielen kann. Wir haben nämlich ein ganz anderes Problem noch. Was nützen mir denn die Basstöne, wenn es gar keine Musik gibt, die in dem Bereich überhaupt komponiert worden ist? Vielleicht kann ich ja im Jazzbereich, im Bassbereich auch dann
improvisieren, aber dazu muss ich die Töne hier erstmal spielen. Und damit ich nicht nur Töne halte, gibt es eine eigene Übung fürs Bassregister. Die gibt es auf meiner Webseite kostenlos als PDF-Datei herunterzuladen. Die Beschreibung findet ihr unten in den Angaben. Die Übung läuft ziemlich mechanisch und komplett rechnerisch ab. Rechnerisch heißt, es gibt da ein System, wie die Übung zu spielen wäre, die aus etwa 5 Seiten besteht. Ich vergrößere allmählich das Intervall, mit dem ich mich in den Bassbereich runter bewege und wieder rauf bewege. Die Grundübung ist folgende: Ich spiele alle Halbtöne, komme ganz unten an und gehe dann mit allen Halbtonschritten wieder nach oben. Sinnvoll ist das, auf einmal atmen zu machen. Wenn ich schneller spielen kann, kann ich das auch mit 2 Durchgängen spielen. Es kommt dabei aber nicht auf Geschwindigkeit an. Es kommt dabei darauf an, dass ich die Töne gut anspielen kann. Das ist an sich generell für dieses Instrument ein Problem. Man kann im Bassregister nur eingeschränkt laut spielen. Wenn man leise spielt, kann es sein, dass der Ton abreißt. Das muss man einfach generell üben. Damit man was zu tun hat, erweitert man jetzt nur diese Bassübung mit etwas größeren Intervallen. Nehmen wir mal die große Sekunde. Die besteht eigentlich darin, die Übung, dass man die große Sekunde verschachtelt und chromatisch abwärts spielt. Genauso wie den Halbton. Und so kann ich jetzt das Intervall immer größer machen. Kleine Terz. Und dann wieder aufwärts. Dasselbe mit der großen Terz. So, und die Übung geht darauf hinaus, dass bis zur Quinte, vielleicht noch bis zur Sechste, alle Intervalle chromatisch abwärts gespielt werden, um dann wieder von unten aufwärts gespielt zu werden. Man muss selbstständig dafür sorgen, dass man die Übung auf eigene Weise ein bisschen modifiziert. Ich muss ja nicht alles auf einem Atemzug spielen. Ferner muss ich in der Lage sein, wenn ich musikalisch wertvoll die Basslage nutzen möchte, dass ich auch ganz unten, ohne vorher runtergespielt zu haben, anfange. Und so kann ich mich dann mit dieser Spezialübung für das Bassregister so lange beschäftigen, bis ich da eine gewisse Spielsicherheit erreicht habe, um dann daraufhin vielleicht damit zu komponieren, einem Komponisten Vorschläge zu machen, das und das ist möglich, oder es vielleicht in der Jazz-Improvisation auch integrieren zu können. Nur noch ein paar Gedanken zur Notation. Die Griffe, wie ich sie hier benutze, im Bassregister, die muss man erstmal per se neu lernen. Aber es ist jetzt eine Warnung für die Komponisten nötig oder auch für diejenigen, die auch für sich selber Noten aufschreiben im Bassregister. Bitte nicht einen Violinschlüssel schreiben und dann ein Oktaverzeichen darunter. Denn man verbindet als Trompeter, der immer in der hohen und Mittellage Noten liest, den Notenschlüssel im Violinbereich nur mit speziellen Griffen, ja, die ich ja schon kenne. Die ändern sich ja im Bass komplett. Also wird der Bassbereich bitte nur mit einem Bassschlüssel notiert. Wenn ich also ein tiefes E sehe, und ich schreibe das im Violinschlüssel mit Oktaverzeichen, dann denkt jeder Trompeter sofort, ich muss so greifen. Und das ist falsch, weil ich dazu natürlich auch noch das Quartventil brauche. Und so geht das bei allen Griffen. Ich verbinde mit dem Blick auf die Noten einen ganz bestimmten Griff. Und den muss ich für den Bassschlüssel zwar neu lernen, aber dann lerne ich auch nur einen Griff und werde nicht verwirrt durch Griffe, die ich normalerweise im Violinschlüssel mir vorstelle, die aber gar nicht da klingen, wenn ich da einen Oktaverbalken drunter male. Also bitte darauf achten, dass die Basstöne auch wirklich nur im Bassschlüssel notiert werden.
Ja, und wenn man dann sich diese Bassregister angeeignet hat, dann kann es losgehen mit Kompositionen und mit Improvisationen.